Where are we? Das ist eine ausgezeichnete Frage, ich habe keine Ahnung. Im Haus habe ich mich ja noch ganz gut zurechtgefunden, aber hier hört es dann auch schon wieder auf. Sind wir im Garten? Also ich gehe mal davon aus, so gefährlich wie das alles hier scheint und aussieht, dass wir immer noch im, am oder beim Haus in der Nähe sind. Also maximal der Garten, würde ich sagen, sind wir hier. Da liegt was rum. Eine Eule. Okay, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze hier noch weiterentwickelt. Whoa. Over there. It looks like another memory across that bridge. Ja, es sieht stark danach aus, aber wie zur Hölle komme ich da hin? Okay, ich verstehe. Ich verstehe, ich habe nichts gesagt. Hier liegt eine Zeichnung im Dunkeln. Als hätte ich es geahnt, habe ich jetzt den Teddy rausgeholt. Ich werde wahrscheinlich sowieso... Ach nee, das ist eine Rutsche. Okay, das ist ja super. Is there a way up this tower? Man kriegt auch schon sehr geholfen, muss ich sagen. Jetzt habe ich zwei von diesen Eulen. Okay, ich brauche wohl noch vier von diesen Eulen. Jetzt hört mein Auge. So, okay. Dann gehen wir mal Eulen suchen. Dann noch eine Eule. Ey, Freunde. Ich dachte eben erstens, hier wäre ein Gewehr, aber es ist wohl eine Angel. Ach, jetzt ist auch noch abgeschlossen. Ihr seid ja ein paar Spaßvögel. We should be careful. Ich wollte gerade sagen, das ist sehr nett von dem Monster, das... Was ist das? Eine Säge. Das ist sehr nett von dem Monster, dass es uns aufschließt und nicht einschließt, wie in anderen Spielen. Aber dafür ist es hier jetzt ein kleines bisschen dunkler geworden, würde ich sagen. Aber da ist jetzt auch offen. Ich will mal gucken, ob ich jetzt auch in dieser düsteren Welt immer noch die Eulen suchen muss oder ob das einfach nur... Ja. Muss ich. Ja, ich wusste nicht. Vielleicht kann es ja auch sein, dass es nur ein Vorwand ist, dass man diesen Schuppen geht. Am Ende sind die Eulen komplett egal, aber wir gehen jetzt Eulen suchen. Die Eulen müssen dahin. Die Eulenfamilie muss wieder zusammengeführt werden. Da hinten dran ist doch bestimmt eine Zeichnung, oder? Okay, vielleicht auch nicht. Naja, gehen wir einfach mal da lang und gucken, wo wir dann rauskommen. Das ist unangenehm. Wenn das Spiel so bleibt, wäre das cool. Ich brauche hier gar keine mega schweren Rätsel oder so. Das ist schön atmosphärisch eigentlich. Und wenn man bedenkt, dass wir ein zweijähriges Kind spielen, hier ist die Außenkellertür, die ist abgeschlossen. Und wenn man bedenkt, dass wir ein zweijähriges Kind spielen, muss ich sagen, reicht es auch vollkommen aus.
Hallo, Mr. Fischauto. Ich finde es auch schön, wie das einfach nur so Spielzeug-Leuchtmonde und Sterne sind da oben. Kann ich hier rein? Ah, da ist eine Zeichnung. Aha. Kann ich die Rutsche hoch? Oh! Hey, 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 hey. Ganz langsam, Ball. Von hier aus. Komm ich hoch? Jetzt kletter da hoch, komm. Komm! Ja, dann lass es halt bleiben. Komm, wir gehen mal rutschen. Juhu. Pure Lebensfreude an diesem Ort. Yay! Okay, gehen wir weiter. Ja, bin ich schon hier gekommen? Okay, ich muss da wohl erstmal drüber klettern. Dann die Eule nehmen. Und dadurch komme ich dann auch wieder zurück. Will ich aber schon zurück. Die Polizei ist schon unter der Bank. Ich glaube, ich muss zurück. Mehr scheint hier erstmal nicht zu sein. Was für Fußspuren? Ich folge den Spuren. Da hören die Spuren einfach auf. Das ist ganz schön schnell eskaliert von meinem zweiten Geburtstag. Hallo Rieseneule. Hallo Gemälde. Gemälde. Gemaltes Bild halt. Das ist ganz schön schnell eskaliert von meinem zweiten Geburtstag mit einem Löffel Kuchen zu du kriechst im dunklen Garten rum. Mr. Teddy, wir wären da sowieso nicht mehr rausgekommen. So hoch können wir doch gar nicht springen. Wir nehmen erstmal das Bild hier mit. This place creeps me out. I hope your mother is okay. Der geht's gut. Die ist schon groß. Die kann auf sich selbst aufpassen. Wir brauchen jetzt erstmal diese Eule. Hallo, große Mr. Eulenmann. Ah, und hier geht's doch auch schon wieder raus. Sind wir vielleicht mal irgendwie im Keller eingesperrt worden? Zählt das alles als Teil der Erinnerung? Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall die Kellertür geöffnet. Und haben noch mal zwei Eulen. Aber ich glaube, es fehlt trotzdem noch eine, oder? Ich bring die mal zurück. Gucken wir mal, was mit der Wippe hier passiert. Ja, da fehlt dann immer noch eine. Wo ist die? Licht von dem ist halt sehr wenig. Und ich kann nur langsam laufen.
ich kann den Teddy auch weglassen. Die Blumen machen da deutlich mehr Licht. Bin ich schon bei den Schaukeln angelaufen? Achso, hier war das da, okay. Gut, damit haben wir... Ja... Wenn man hinfällt, einfach wieder aufstehen und weitermachen. So, hier bin ich lang. Ach, hier bin ich schon nicht lang. So, Teddy, mach mal ein bisschen Licht, bitte. Ich sehe nämlich nichts. Soll ich hier überhaupt hin? Aha. Große Steineulen. Ah. Hier war ich noch mal. Da ist eine Eule drin. Aber ich kann höchstwahrscheinlich den Stein nicht bewegen. Also muss ich... Ah, ich weiß, was ich tun muss. Ich weiß da noch nicht wie, aber ich weiß... Ah, kann ich einfach da drauf? Ich muss bestimmt den Reifen runterschubsen, dass er den Stein runterschubst. Wenn ich groß bin, werde ich Genie. Hey, bleib auf. Ein Bild und die letzte Eule. Ich hab vergessen, wo die Wippe war. Die muss hier gewesen sein. Da vorne, ja. Man muss immer im Hinterkopf behalten, wir sind ein zweijähriges Kind. Ah, ich wollte gerade sagen, das hätten wir doch vorher schon machen können, aber dann wäre es wahrscheinlich runtergewippt. Und ich wäre nicht hochgekommen. Kann ich doch runter? Nein, kann ich nicht. Ich muss hier oben weiter. Hier noch irgendwo eine Zeichnung oder so? Nein. Also weiter dadurch. Und jetzt stürzt alles ein oder was? Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Also möchte ich gerne dieses Bild. Ah, und am Ende der Brücke ist die nächste Erinnerung. An was erinnern wir uns jetzt? You want to hear the melody again? All right, one more time. Then it's time for bed. Die Spieluhr. Und noch ein Bild. Und dann gehen wir mal darüber, über diese... Das ist ja eine coole Brücke. Ja, da freust du dich, ne? Yeah. Oh, finally. We must be getting closer. So.
Kagando. Da fehlen noch zwei Erinnerungen jetzt. We made it back. Ja. Die Erinnerung können wir da vorne jetzt reinpacken, aber wie geht's dann weiter? Oder kommen wir dann von da aus? Achso, dann geht die Tür wieder auf. We have to find a way to safety. Find a way out of this mess. Wir packen die Erinnerung da rein, dann geht die Tür wieder auf und wir kommen wahrscheinlich ins nächste Areal. She must be so worried about you. But don't be afraid. You and me will work this all out together. So, kannst du Spiele da reinpacken? Ja. Aber das sieht ja ganz offensichtlich verbrannt. Geht's da vielleicht drum, dass wir irgendwelche Erinnerungen loswerden müssen? Beziehungsweise. She sounds clearer now, don't you think? Ach, wir müssen einen Knopf drücken. Sorry, Mr. Teddy, ich hab's vergessen. Ich bin ein zweijähriges Kind, ich darf sowas mal vergessen. Come on, we have no time to lose. Ah, ich muss den Teddy mitnehmen. Kagando. Wo zur Hölle sind wir denn jetzt? Da steht ein Baum mitten im Zimmer. Was sind das für Zustände hier? Pflanzt eure Bäume gefälligst draußen. Was soll denn das? So, Licht habe ich an. Ich weiß, es ist sehr dunkel. What is this place? I think we should keep quiet. Ein Wald im Flur. Ist aber ein ganz interessantes Konzept. Ich glaube, es ist mega interessant, hier zu wohnen. Mit so Bäumen im Hausflur. Das gibt dem Gebäude bestimmt so einen sehr angenehmen Vibe. Wo sind wir jetzt? Those floaty things, they look like memories. Maybe the next one is behind those roots. Schauen wir mal, das werden wir dann rausfinden. Kann ich rüberklettern? Oh, ich muss ein Puzzle. Ich brauche erstmal die Puzzleteile. Da oben ist eins. Where does this one go? Over here? Okay, setzen wir das schon mal ein. Dann schauen wir mal. Okay. Und so schalte ich mir dann nach und nach den Weg frei. Alles klar, ich verstehe. Hallo? Jemand da? Ich will sofort mein Puzzleteil haben, um meinen Geburtstag noch irgendwie retten zu können.
Mit dem Dilemma, mit dem einen Löffel Kuchen. Ein Geschenk, das ich mir selber holen musste. Auch wenn ich es 100% nicht durfte. Ich sehe halt nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang soll. Ah! Okay, krabbel mal ein bisschen. Riesenpilz. Kann ich durchs Wasser? Nein. Ah, ich kann hier drauf. Alles überhaupt gar kein Problem. Gehst du bitte da hoch? Okay, du kannst natürlich auch runterfallen. Das ist natürlich auch eine sehr wirkungsvolle Option. Das sind Schubladen. Ich glaube, wir sind immer noch im Haus. Wir haben nur eine sehr angeregte Fantasie. Wieso bin ich jetzt schon wieder runtergefallen? Auch und jedes Mal muss ich um diesen Drecksbaum neu rumlaufen. So, da hoch. Da hoch. Ja, wieso zur Hölle sollte ich die Schublade hier reinmachen? Ah. Komme ich über die Schubladen vielleicht auch da hoch? Ah. Ha. Spring da jetzt runter. Läuft da was im Wasser rum? Was blubbert denn da? Das sieht mir nach einem Gewässer aus, das ich glaube ich nicht untersuchen will. Deswegen bleiben wir einfach mal hier an Land. Stellen fest, dass hier fallen. Gitter ist, war ich, komme ich von da? Komme ich da noch hin? Ich glaube, da gehe ich jetzt hin, okay. Was ist das für ein Symbol? Ein Ritterhelm. Nennen wir es einen Ritterhelm. Absolut hell genug. Dann macht ihr das Feuer aus. Was soll das? So, ein Ritterman und der einarmige Slenderman. Das sind gerade die Sachen, die Bilder, die wir haben. Bin ich abgesoffen? Oh nein. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich darf nicht ins Wasser. Ich meine, es macht ja auch Sinn, dass wir mit zwei noch nicht schwimmen können. Aber es hätte ja auch einfach sein können, dass das Wasser nicht so tief ist. Es sah ja zumindest mal nicht tief aus. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Also, es wäre doch gelacht, wenn wir dieses Rätsel nicht gelöst hätten. Okay. Dann jetzt nur noch da hoch. Und die nächste Kiste.
Ah, die muss wahrscheinlich starr. Ah, ich brauche bestimmt die Kerze. Vielleicht ist die Kerze die Erinnerung. Vielleicht muss ich sie auch einfach nur aus dem Weg räumen, dass ich hier vorbeikomme. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ach, das ist ein Auto. Ist hier noch was? Nee. Nope. Also gehen wir mal da durch. Da haben wir ein Bild. Ah, nee, das nächste passend halt. Da haben wir das nächste Puzzleteil und dann, oh, hätte ich fast übersehen. Also das Bild. Ein Holzflugzeug. Jetzt hierhin zurück. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurück? Das kommt mir schon sehr weit vor. Nein. Das Wasser wollen wir nicht. Das haben wir gelernt. Ja, ruhig mal einen kürzeren Weg zurückgeben. So, okay. Vielleicht gibt es auch einen. Ich bin einfach nur wieder blind. Ich weiß es ja nicht. Gehst du da hoch? Danke. Naja, aber der Stuhl steht ja schon so da, dass ich auch wieder zurückkomme. So, mit dem nächsten Puzzleteil geht dann wahrscheinlich rechts die Wurzeln weg. Und da finde ich ein neues Puzzleteil und dann geht geradeaus die Wurzel weg und da muss ich wahrscheinlich dann auch hin zur Erinnerung. Ist gerade meine Vermutung. Okay, da komme ich wohl aber nicht hoch. Hä, was mache ich denn jetzt? Das, genau das habe ich gemeint. Dass ich 100 pro nicht einfach den Weg zurück... Da hinten muss es doch irgendeinen schnellen Weg geben. Okay, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Und guck mal, was ich da oben übersehen habe. Weil eigentlich kann es ja nicht sein, dass sie mich da den ganzen weiten Weg nochmal zurückschicken. Vor allem komme ich auch gar nicht zurück. Also das hat sich so oder so erledigt. Was haben wir hier eigentlich? Hier ist nichts. Da haben wir noch ein Bild. Habe ich das vorhin übersehen? Ja, habe ich. Hier waren wir. So, und jetzt sind wir wieder... Ah, ich verstehe. Haben wir gerade ein kleines Stück vorher gelernt und ich habe schon wieder vergessen.
Mach da rein. Jetzt gibt's doch kein Zurück mehr. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt kann ich... Ach, das ist eine Badewanne. Eine Badewanne. Okay. Okay, aber ich würde sagen, wir geben jetzt mal das Puzzleteil ab. Wenn ich da jetzt überhaupt hinkomme, so auf die Schnelle. Das war äußerst unangenehm. Ich habe übrigens vorhin eben gedacht, da oben hängt ein Arm mit einer Hand dran. Aber es ist wohl einfach nur ein tierisches Spielzeug. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade hingehe und was ich hier tue. Ich bin doch von da gekommen, oder? Ah! Da wollte ich doch hin. Genau da wollte ich hin. This place feels. Let's not dwell here for too long. So, und das hier wird dann mit dem letzten Puzzleteil funktionieren. Jetzt in den Brunnen rein oder so. Da hat uns das einfach nur gezeigt, dass wir jetzt eine als Gegnerin haben, die abgesoffen ist. Hallo. Bett, ich habe eben gedacht, es wäre ein Sarg. Okay, hier scheint es nicht weiter zu gehen. Also einmal unterm Bett durch. Oder unterm Sarg, je nachdem, was man da drin sieht. Es ist wohl ein Bett. Mensch, das sind ja nur Schuhe. Ich gehe mal da hoch, um mir mal einen Überblick zu verschaffen. Wo muss ich denn hin? Achso, die Tür aufmachen, ja klar. Dafür brauche ich diesen Hocker hier. So. Nächste Tür, auch wieder mit dem Hocker. Okay, das hat mich erwischt. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, obwohl ich damit rechnen hätte müssen. Und da soll ich jetzt raus. Hallo, ich bin 2 Jahre alt. Ich habe Rechte. Ich würde gerne beschützt werden.
Das sind meine Mama und mein Papa. Und mein Papa hat mich auf dem Arm. Meine Mama spielt jetzt mit dem rosa Elefanten mit mir. So interpretiere ich diese Höhlenmalerei, die ich hier sehe. Frau aus dem See, lassen Sie mich bitte in Ruhe, das wäre super. Es hat gespeichert. Das ist das letzte Puzzleteil. Hallo, würdest du bitte... Nein. Dreh doch die Kurbel. Es funktioniert einfach nicht, wie ich es möchte. Ey. Ich kann mich nicht bewegen. Hänge ich jetzt irgendwo fest? Ich kann nichts mehr machen. Okay, da ist mir einfach das Spiel abgestürzt, also minimiert. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss neu laden da hinten. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts machen. Ich kann auch die Kurbel nicht mehr betätigen. Ich kann auch das Spiel nicht einfach laden. Das ist doch wieder, das ist doch ärgerlich.